Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Ja, heute geht es weiter mit dem nächsten Video der eBay-Reihe. Wenn du nicht weißt, worum es hier geht, und zwar zeige ich dir, wie du Schritt für Schritt ein eBay-Konto, ein erfolgreiches Verkäuferkonto aufbauen kannst mit allen Einstellungen, sowie auch, wie du Artikel online stellst und diese erfolgreich verkaufen kannst. Das lernst du hier. Also, wenn du das lernen möchtest, abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, letztes Mal haben wir besprochen, wie wir die Rechtstexte, die sehr wichtig sind, einstellen. Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, ich blende es hier oben ein, schau es dir an. Heute geht es weiter mit den Zahlungsoptionen, die wir einstellen, sowie auch Versandoptionen, Versandbedingungen, die wir festlegen. Und das Ganze schauen wir uns nun auf meinem Notebook an. So, wir schauen uns mal heute die Zahlungsmethoden von eBay an und die Versandoptionen, die wir bei eBay festlegen können. Wie stellen wir das Ganze ein? Zuerst einmal möchte ich euch zeigen, welche Versandmethoden es bei eBay überhaupt gibt und welche eBay anbietet. Zuallererst einmal hier, ganz oben steht natürlich Zahlung mit PayPal. Aus meiner eigenen Erfahrung spreche ich jetzt hier für alle Zahlungsmethoden und PayPal ist wirklich 80% eurer Verkäufe werden mit PayPal abgewickelt von den Kunden. Warum zahlt der Kunde so gerne mit PayPal? Er hat einen Käuferschutz und es geht sehr schnell. Und das sind die zwei Aspekte, wo ich sage, darum zahlen die Kunden meistens mit PayPal. Denn wer mit PayPal zahlt, der wird auch sehr schnell die Lieferung bekommen und darum funktioniert das Ganze. Und der Verkäufer freut sich auch, weil er das Geld direkt auf dem Konto hat. Noch. Zahlungen per Überweisungen sind etwa 10%, nach meiner, wie gesagt, Einschätzung. Und ja, aber auch dieses wird noch genutzt und ist noch gängig. Deswegen zeige ich euch, wie man das auch einstellt. Barzahlung bei Abholung. Das ist nicht mehr gängig, also so gut wie gar nicht mehr genutzt vom Kunden. Das war früher so, wo eBay noch eine Gebrauchtwarenplattform war und viele Auktionen waren. Da hat man noch mal privat abgeholt. Heute vertritt das Ganze eBay Kleinanzeigen. Kauf auf Rechnung. Das ist eine neue Option. Läuft aber auch über PayPal. Kriegt der Kunde fast gar nicht mit. Er gibt nur seine Daten ein. Der Kunde bekommt seine Ware, bevor er sie bezahlt hat, nach Hause und kann dann erst die Ware innerhalb eines Monats, meine ich, bezahlen. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Zahlungsmethode, was viele nutzen und viele wirklich bevorzugen. Ihr als Verkäufer seht das gar nicht, ob der Kunde mit auf Rechnung bezahlt hat. Am Ende ist es PayPals Problem, falls der Kunde nicht bezahlt. Ihr habt euer Geld schon bekommen und safe. Zahlung per Nachname wird selten genutzt, ist heute auch gar nicht mehr so gängig. Ab und zu bieten das noch Kunden an. Ich sage mal so, bei höheren Warenwerten ist das vielleicht nicht schlecht, aber in der Regel wird das fast nicht mehr genutzt, biete ich persönlich auch nicht mehr an. Option sofortige Bezahlung ist auch eine Option von PayPal. Das heißt, das ist gut für den Verkäufer, denn hier hat der Kunde nur die Möglichkeit, einen Kauf zu tätigen, wenn er auch die Ware direkt mit PayPal bezahlt und einen Kauf abschließt mit einer Bezahlung. Sonst kann der Kunde das nicht kaufen. In der Regel ist es sowas schön, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht Kunden kaufen lassen und dann bezahlt er nicht und man hat nur einen Artikel davon gehabt, weil der andere kann es dann auch nicht bestellen. Ja, das sind die Zahlungsoptionen, die uns eBay quasi als gewerbliche Käufer zur Verfügung stellt. Diese gucken wir uns jetzt mal an, wie wir diese einstellen. Wie auch im letzten Video gehen wir hier wieder links oben auf unseren Namen und dann Kontoeinstellungen. Wir gelangen wieder hier in die Übersicht von eBay und dann bei Kontoeinstellungen klicken wir auf Einstellungen. Zuerst einmal zeige ich euch, wie ihr euer Bankkonto, Bankverbindung einpflegt. Und zwar ist es hier recht weit oben als zweiter Punkt Zahlungseinstellungen für Käufer. Da klickt ihr dann Verwenden Sie Überweisungen, klickt ihr auf Bearbeiten
und könnt das Ganze hier festlegen. Also ihr tragt hier eure IBAN ein, ihr könnt das Ganze noch mit der Kontonummer machen, aber in der Regel ist es ja gängig, dass man die eBay, die Bankverbindung und Kontoinhaber natürlich auch nicht vergessen und die BIC. So, Nachricht an den Käufer. In dem Falle würde ich an eurer Stelle den Verwendungszweck darauf hinweisen, dass der Kunde bitte als Verwendungszweck seinen eBay-Namen zum Beispiel eingibt. Den kann man dann wirklich eindeutig auch identifizieren, so dass man auch Zahlungen zuordnen kann. Und mit dem Klicken auf Senden könnt ihr das Ganze speichern. So, ich drücke Abbrechen. Gelange hier wieder zurück in die Übersicht. Kaufabwicklung verwenden, das ist eine Einstellung. Kaufabwicklung nutzen, das heißt, ihr könnt hier den Haken setzen, wenn ihr wirklich diese sofort bezahlen möchtet. Das heißt, der Kunde, wenn er einen Artikel kauft, kann er diesen sofort mit PayPal bezahlen. Bezahlt er den nicht sofort mit PayPal, dann kommt dein Kauf nicht zustande. Das könnt ihr hier machen, ist auch empfohlen, wie man sieht. Des Weiteren haben wir die Einstellung für PayPal. Hier könnt ihr den Haken setzen, wenn ihr dem Käufer übermitteln möchtet, dass ihr PayPal-Zahlungen bevorzugt. Kommt bei dem Käufer meistens positiv an, darum ist das auch nicht schlecht, das zu machen. Die Zahlungsadressen ist nicht unbedingt notwendig, das ist nur, wenn man Verkäufermanager und Manager Pro nutzt. In unserem Fall ist das hier nicht unbedingt notwendig, die Zahlungsadresse anzugeben. Auch mit dem Klicken auf Senden speichert ihr das Ganze. So, dann haben wir hier die Sachen schon mal festgelegt, die Bankverbindung festgelegt. Des Weiteren, die wichtigste Sache ist PayPal-Konto. Ja, und das klickt ihr hier auf dem Menü PayPal-Konto. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr noch kein PayPal-Konto habt, ein neues zu erstellen. Oder ihr habt ein privates Konto, möchtet aber ein neues gewerbliches PayPal-Konto erstellen. Dann könnt ihr hier direkt neu anmelden. Ihr werdet dazu weitergeleitet an PayPal und könnt euch da registrieren und ein Geschäftskonto so gesagt neu erstellen. Habt ihr schon aber ein Geschäftskonto oder möchtet euer bestehendes Konto als Geschäftskonto nutzen, dann könnt ihr hier euer Konto, mein PayPal-Konto, verknüpfen. Durch das Klicken loggt ihr euch da ein und dann werdet ihr verknüpft. Funktioniert ganz einfach und wird auch direkt umgesetzt. So, nun haben wir die Zahlungsoptionen festgelegt. Nun möchten wir die Versandmethoden einstellen. Dazu klickt ihr nochmal hier auf Einstellungen. Und das wäre direkt der nächste Punkt, Versandeinstellungen. Da klickt ihr dann auf Versandeinstellungen und habt hier die Möglichkeit, Versandkostentabellen zu verwenden. Ja. Dazu klickt ihr dann einmal auf Bearbeiten. Es wird unterschieden zwischen Inland und International. Im Inland könnt ihr das Ganze hier festlegen. Also meiner Meinung nach und was ich euch empfehlen würde, ist wirklich alles immer auf Null zu setzen. Das heißt, Sparversand ist in dem Falle zum Beispiel Warensendungen, die ein bisschen günstiger sind, die aber auch ein bisschen länger an Versandzeit brauchen. Ja. Was ihr hier dann auch seht, 2 bis 5 Werktage. Standardversand wäre ein normales DHL-Paket oder ein Päckchen. Dann wäre es hier dieser Standardversand, würde ich auch auf Null setzen. Ihr könnt das Ganze einfach kalkulieren beim Preis vom Artikel. Es sieht einfach besser aus, müsst ihr selber gucken. Wenn ihr einen Artikel kaufen möchtet, es sieht doch immer besser aus, wenn man sagt, oh, versandkostenfrei, versandkostenlos. Dann kauft man eher, als wo man steht, ja, Versand noch 3 Euro, 4 Euro mehr dazu. Weicht man eher dazu ab. So, und Expressversand könnt ihr anbieten, müsst ihr aber nicht. In den Fällen ist es so, dass ihr da sogar, bei Expressversand macht man sich nur Probleme, kostet in der Regel vielleicht 10 Euro zusätzlich und man müsste das am gleichen Werktag noch bis 10 Uhr, meine ich, noch verschicken, damit es auch am nächsten Werktag ankommt. Muss also kein Stress sein. Die meisten kaufen das mit Standardversand, 1 bis 2 Werktage, völlig ausreichend. Internationalen Versand könnt ihr anbieten. Hier könnt ihr die Länder bzw. auch Kontinente aussuchen, wo ihr das Ganze machen könnt. Ich würde euch empfehlen, das Ganze erstmal in Deutschland zu starten. Wenn ihr dann aber europaweit anbieten möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch hier festlegen. Ja. Europa wären dann Versandkosten, müsst ihr für euch kalkulieren.
So, und dann drückt ihr auf Übernehmen und habt das Ganze gespeichert. So, des Weiteren, normalerweise, wenn ihr den normalen Versand anbietet, dann müsst ihr, ihr könnt natürlich, müsst nicht, aber in der Regel ist es so, alle Bestellungseingänge bis 14 Uhr am gleichen Tag werden auch noch am gleichen Tag versandt. Ihr könnt das Ganze hier Bearbeitungszeit am gleichen Werktag einstellen. Ihr könnt das Ganze noch hier verändern natürlich, und zwar montags bis freitags, wie gesagt, wird alles bis 14 Uhr am gleichen Werktag versandt. Solltet ihr da eine andere Uhrzeit haben, dann könnt ihr das hier festlegen. 14 Uhr ist von eBay vorgegeben und völlig ausreichend. Des Weiteren haben wir hier Kombizahlungen, die ihr einstellen könnt, und im Endeffekt wäre es in dem Falle, wenn ein Kunde mehrere Sachen kauft, dann bezahlt er nur einmal Versandkosten, oder ihr könnt Regeln zur Versandpauschale oder Versand zum Sonderpreis anbieten. Ja, das Ganze könnt ihr hier eingeben. Lieferorte ausschließen. Also ihr könnt bestimmte Lieferorte, wie zum Beispiel irgendwelche Inseln oder so, die zusätzlich Geld kosten, könnt ihr hier ausschließen. Da könnt ihr das Ganze auch festlegen. Käufer immer um Angabe der Telefonnummer bitten. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Im Falle von Auslandssendungen wäre es hilfreich, weil oftmals ist es so, dass da eine Telefonnummer wirklich hilfreich ist. Aber in der Regel deutschlandweit müsst ihr das nicht, weil viele schrecken davor zurück, ihre Handynummer weiterzugeben. Darum müsst ihr das nicht machen, könnt aber machen. So. Ja, dann haben wir soweit die Einstellung hier getroffen, und ja, damit ist das Konto dann so gesagt völlig eingerichtet für Verkaufen. Das heißt, im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie wir Artikel online stellen, auf welche Dinge wir da zu achten haben, welche Artikelmerkmale wir zu beachten haben und, und. Also das wird ein sehr intensives Video und sehr hilfreiches Video, wie ihr wirklich perfekte Position und gutes Listing bei eBay bekommt. Das seht ihr hier im nächsten Video. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wenn dir das Video geholfen hat und hilfreich war, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Solltest du noch Fragen haben, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben oder Anmerkungen. Ich bin immer für alles offen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Verkaufen.